Wir brauchen bei jeder Veränderung im Unternehmen, in der Verwaltung, in der Politik, wir brauchen ein professionelles Veränderungsmanagement. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf heute über das Thema Zukunft der digitalen Arbeitswelt sprechen. Das ist ein Thema, was die SAP in mehreren Rollen sehr stark betrifft. Zum einen bieten wir unseren Kunden weltweit unsere Softwarelösungen an und helfen ihnen dabei, ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren, aber auch ihre Geschäftsmodelle. Darüber hinaus sind wir aber als Unternehmen auch selbst betroffen. Auch bei uns ändern sich Prozesse, Geschäftsmodelle und aber auch und vor allen Dingen die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter. Wir spüren ein immer größer werdendes Autonomiebedürfnis bei unseren Mitarbeitern, dem wir gerecht werden müssen. Und in diesem Sinne versuchen wir bei sogenannten Research Roundtables zum Thema Future of Work gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Kunden, aber auch Vertretern aus der Wissenschaft, Themenstellungen, Fragestellungen im Bereich von Zukunft der Arbeit zu lösen. Da geht es zum einen, ganz wichtig, um das Thema Kompetenzentwicklung. Welche Kompetenzen wie zum Beispiel Querdenken, interdisziplinäres Denken werden in der Zukunft gefragt sein? Es geht aber auch um das Thema, wie gute Leitbilder eine starke Wertorientierung von Unternehmen in Veränderungsprozessen unterstützend wirken können, diese besser mit den Mitarbeitern und Führungskräften und Coaches zu erleben. Unsere dritte Aufgabe ist die politische Aufgabe. Als größtes Softwareunternehmen Europas haben wir vor allem auch eine Pflicht und fühlen uns nicht berufen, aber wir stellen uns gerne auch an die Seite der Politik, um uns hier zu kritischen Fragestellungen letztendlich auch anzubieten, die mit der Politik zu diskutieren. Und das tun wir in vielerlei Hinsicht. Darauf möchte ich später noch zu sprechen können. Ganz kurz ein paar Zahlen, weil das ist immer wieder spannend, wie sich die SAP, ich durfte die SAP 22 Jahre lang inzwischen begleiten und habe vor allen Dingen auch die Wachstumsphasen, sage ich mal, in jederlei Hinsicht gern begleitet. Das ist einfach großartig für ein stark wachsendes, dynamisches Unternehmen zu arbeiten. Als ich angefangen habe, hatten wir 15.000 Mitarbeiter. Heute sind das 94.000 knapp. Wir beliefern knapp 90% der Forbes 2000 Unternehmen. Das heißt, wir haben da eine sehr starke Durchdringung und, das ist sehr wichtig, wir investieren sehr viel Geld in Forschung und Entwicklung. Knapp 20% unseres Betriebsaufwands fließt in Forschung und Entwicklung. Auch Nachhaltigkeit ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir versuchen auch im Rahmen von Veranstaltungen zu überlegen, wie Nachhaltigkeit auch als Innovationstreiber dienen kann und sind mit uns und unseren Mitarbeitern immer wieder auf dem Weg, nach Möglichkeiten zu suchen, den CO2-Ausstoß in unserem Unternehmen zu reduzieren. Und das gelingt uns über die Jahre sehr gut. Wir schaffen also jedes Jahr eine Reduktion, zum Beispiel in 2017 im Vergleich zum Vorjahr minus 14%. Wir bedienen über 400.000 Kunden und dort eben auch entsprechend viele Mitarbeiter, die sich mit unserer Software beschäftigen. Und wir haben ein riesiges Ökosystem. Wir haben 15.000 Partner, die, wie gesagt, damit beschäftigt sind, unsere Kunden im Hinblick auf die Softwareimplementierung zu beraten. SAP betreibt seit 46 Jahren Innovation. Das ist, wie Sie wissen, ein sehr junges Unternehmen, eines der jüngsten im DAX. Aber darauf bin ich auch ein bisschen stolz, sind wir das wertvollste Unternehmen im DAX mit inzwischen weit über 100 Milliarden. Jahresumsatz, nur zur Ergänzung, lag im letzten Jahr bei 23,4 Milliarden. Gut, jedes Geschäftsmodell wird ein digitales Geschäftsmodell werden. Wir als Endverbraucher spüren das im alltäglichen Leben sowieso schon. Und die Branchen haben sehr unterschiedliche Digitalisierungsgrade, wie Sie hier erkennen können. Im Bereich des Tourismus
läuft praktisch fast alles nur noch übers Internet, eine sehr starke Durchdringung, auch im Bereich der Medien. Viele von uns, vor allen Dingen unsere Kinder, nutzen Netflix teilweise mehr inzwischen auch als das Fernsehen. Andere Branchen sind noch auf dem Weg dahin, vor allem der Gesundheitsbereich und auch der Verwaltungsbereich. Damit beschäftigen wir uns natürlich auch sehr viel in den Gesprächen mit der Politik. Wie können wir die Verwaltung digitalisieren und kundenfreundlicher aufstellen in der Zukunft? Aber das Bild kennen Sie, da möchte ich mich nicht lange dran aufhalten. Viel wichtiger ist die Frage, wo die Geschwindigkeit herkommt, mit der diese Digitalisierung in der jüngsten Zeit voranschreitet. Und das liegt vor allen Dingen an den neuen technischen Möglichkeiten, auf die ich kurz eingehen möchte. Das liegt zum einen an den immer größer werdenden Rechnerkapazitäten. Es liegt aber auch daran, dass uns eine viel größere Datenmenge zur Verfügung steht als noch vor einigen Jahren, weil wir in der Lage sind, über das Internet der Dinge die Dinge miteinander zu vernetzen. Ja, also das hat die größte Auswirkung, weil wir in der Lage sind, Dinge mit Sensoren zu bestücken und diese Daten von Maschinen und teilweise auch von Menschen zu sammeln und auch auszuwerten. Und wir haben neue analytische Softwareanwendungen und im Bereich der künstlichen Intelligenz, maschinelles Lernen und im Bereich des Deep Learning vor allem die Möglichkeit, neue Algorithmen zu nutzen, um diese Daten auszuwerten. Für mich bedeutet Digitalisierung Vernetzung, weil Digitalisierung funktioniert nur dann, wenn diese ganzen Dinge ineinander greifen, von denen ich gerade gesprochen habe. Und es geht aber auch um Blockchain. Es geht um alle neuen Technologien, die wir in der IT-Industrie ganzheitlich nutzen im Digitalisierungsprozess. Unsere Vision ist das intelligente Unternehmen. Wir kommen ursprünglich aus manuellen Organisationen, wo rein mit Papier gearbeitet wird. Und dieser Digitalisierungsgrad ist nicht nur in den Branchen unterschiedlich, sondern ist auch in den Regionen dieser Welt sehr unterschiedlich, wie wir alle wissen, weil dieses Thema wird oft etwas vernachlässigt. Heute bewegen wir uns in der digitalen Organisation, wo wir in der Lage sind, Daten in Echtzeit zu analysieren und der Mensch und der Mitarbeiter trifft auf Basis dieser Analyse die Entscheidung selbstständig. Im Rahmen der intelligenten Organisation, das ist die nächste Stufe, sprechen wir darüber, dass das System Handlungsoptionen vorschlägt, dem Mitarbeiter, dem Kunden, und damit den Mitarbeiter unterstützen kann, die Arbeit vereinfachen kann und er muss eine Handlungsalternative aussuchen. Wir können uns das vorstellen, dass zum Beispiel im Kreditvergabeprozess Vorschläge für einen speziellen Kunden gemacht werden, welche Kredite in welcher Form in Frage kommen. In der Selbstlernen-Organisation wird zum Beispiel ein Kreditvergabeprozess komplett verselbstständigt angeboten. Das heißt, ein Mitarbeiter ist überhaupt nicht mehr involviert, weil das System den kompletten Kreditvergabeprozess selbst managen kann. Aber dies nur als Beispiel. Jetzt möchte ich über die Auswirkungen sprechen, die wir sehen. Wir vermuten, und das glaube ich, diese Auffassung teilen wir alle, dass Routine-Arbeitstätigkeiten, monotone Arbeitstätigkeiten, aber auch gefährliche Tätigkeiten durch die Digitalisierung abgelöst werden können. Aber auch hochqualifizierte Berufe werden durch die Digitalisierung unterstützt, wie zum Beispiel die der Wissenschaftler und der Anwälte. Ich möchte nicht auf die Fragestellung eingehen, welche Arbeitsmarkteffekte wir erleben werden. Sie kennen vermutlich alle die Studien von bis zu 50% aller Arbeitsplätze gehen verloren. Andere sagen, nur 5% aller Arbeitsplätze gehen verloren. Ich glaube, wir können diese Fragestellung heute noch gar nicht abschließend beurteilen. Entscheidend ist, dass wir dramatische Effekte erleben werden und wir erleben vor allen Dingen schnelle Veränderungsprozesse. Und wenn wir das erkannt haben, können wir versuchen, uns auf diese Veränderungen einzustellen. Was hat die Digitalisierung für Auswirkungen unmittelbar auf einen Mitarbeiter? Er wird in der Zukunft automatisierter arbeiten und er wird
von überall her arbeiten. Wir rechnen damit, dass es in einigen Jahren 50 Milliarden mobile Endgeräte in der Welt geben wird. Ja, das heißt, die Möglichkeit für die Mitarbeiter, von überall her aus zu arbeiten, ermöglicht uns eine sehr große Flexibilität. SAP hat, das haben Sie vielleicht gelesen, unlängst verkündet, dass wir auch im Schwimmbad arbeiten dürfen. Und das heißt aber auch, wir dürfen immer und überall arbeiten. Ja, das heißt, wir kommen auf das Thema Work-Life-Blending noch zu sprechen. Die Abgrenzungsfragen zwischen Beruf und Privatleben werden immer dramatischer. Wir haben, daraus ergeben sich Chancen, aber wir müssen eben auch schauen, wie wir damit umgehen. Und Unternehmen wie Daimler zum Beispiel schalten ja teilweise schon die E-Mail-Box ab, wenn die Mitarbeiter in Urlaub gehen, einfach um hier auch Fürsorge zu tragen. Gut, nun zu einzelnen Berufsbildern und wie sich diese verändern werden. Zum Ersten möchte ich auf die Lehre eingehen, weil wir haben heute einen Schwerpunkt, die Bildung. Die Lehre wird sich nicht nur insofern verändern, dass Lehrkräfte sich in Zukunft natürlich viel mehr mit digitalen Medien auskennen müssen. Ja? Es wird sich aber vor allem auch daran auszeigen, dass wir erleben, dass vielmehr das ganze Bildungsangebot sich auch online darbietet. Ich möchte ein Beispiel geben, die Khan Academy, die es geschafft hat, inzwischen 40 Millionen Schüler, auch erwachsene Schüler, zu erreichen mit 5000 verschiedenen Apps, wo zum Beispiel mathematische Probleme auf Apps erklärt werden. Also das ist zum Beispiel voll eingeschlagen. Ja, ich war zunächst sehr kritisch, auch was das angeht, weil ich dachte, wenn ich etwas lernen möchte, möchte ich immer meinen persönlichen Lehrer, der mir auch zur Verfügung steht. Aber auch in der Medizin wird sich einiges tun. Wir werden in der Chirurgie erleben, dass die Ärzte bzw. Chirurgen von Hochleistungsrobotern unterstützt werden. Wir werden im Bereich der Diagnose Software-Erkennungsmaßnahmen haben, um Röntgenbilder zum Beispiel viel schneller auswerten zu können und dem Arzt auch Hinweise zu geben, welche Diagnose er zu stellen hat. Und ein in Deutschland sehr kritisch diskutiertes Thema ist die Online-Patientenakte. Wir wissen, dass andere Länder in Skandinavien zum Beispiel hier in der Diskussion schon viel weiter sind. Und wie gesagt, die Europäische Datenschutzgrundverordnung setzt natürlich hier auch stellt eine Herausforderung dar, die zu lösen ist, um auch in Zukunft sinnvoll mit einer Online-Patientenakte arbeiten zu können. Dann geht es um das Thema Arbeitssicherheit. Ich habe die Sensorentechnik angesprochen. Gewisse gefährliche Berufe wird es weiter geben, wie zum Beispiel die Feuerwehr. Es wäre nun darstellbar, dass man die Feuerwehrmenschen mit Sensoren, beziehungsweise auch ihre Kleidung mit Sensoren bestückt, und diese Mitarbeiter im Hinblick auf ihre Körpertemperatur, auf ihren Herzschlag und so weiter untersucht und in einer Gefahrensituation viel schneller reagieren kann als bisher. Das kann so weit gehen, dass Kollegen im unmittelbaren Umfeld einen Hinweis bekommen, deinen Kollegen in 5 Meter Entfernung geht es nicht gut, bitte kümmere dich sofort, weil selbst in einem Einsatz kann es länger dauern, bis ein Arzt zur Seite steht. Im Bereich Agrar werden wir auch viele Digitalisierungsbewegungen erleben. Da geht es zum einen darum, dass wir auch in diesem Bereich die Digitalisierung dazu nutzen können, nachhaltiger zu wirtschaften. Zum einen, weil wir über Sensoren unmittelbar erkennen können, wann eine Bewässerung möglich ist, nötig ist, und nicht sozusagen das in einem regelmäßigen Turnus erfolgen lassen. Und wir können uns auch vorstellen, dass Roboter Unkraut jäten und dass so der Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln reduziert werden kann. Ein anderer sehr interessanter Bereich ist das Thema Kundenservice. Die Mitarbeiter im Kundenservice werden in Zukunft von sogenannten Chatbots unterstützt werden. Das heißt, auch hier werden Kundenanfragen selektiert, sortiert und den Mitarbeitern werden Antwortvorschläge vermittelt, aus denen sie aussuchen können. Und in dem Moment verbleibt den Mitarbeitern mehr Zeit für komplexere Kundenanfragen. Aber auch aus Kundensicht ist das Thema interessant.
Und das habe ich vor kurzem mit dem Finanzministerium auch diskutiert. Eine sehr spannende Fragestellung ist auch, inwieweit wir in Zukunft zum Beispiel unsere Steuernummern über Chatbots abfragen können. Wir können unseren Wohnsitz einfach auf dem Handy eingeben, während wir abends beim Fernsehen sitzen. Also wir haben da sozusagen Möglichkeiten sind hier unbegrenzt, gerade in dem Bereich Interaktion, Verwaltung, Kunde oder Unternehmen und Kunde. Das Gleiche gilt für das Thema der Anwaltsberuf. Wie wird er sich verändern? SAP setzt heute schon eine analytische Software ein, um herauszufinden, welche gesetzlichen Änderungen in den verschiedenen Ländern ergeben. Wir bedienen 200 Länder. Da können Sie sich vorstellen, es ist unglaublich schwierig, diese vielen gesetzlichen Änderungen letztendlich auch nachzuhalten. Und hier haben wir quasi eine große Arbeitserleichterung auch für unsere Rechtsabteilung geschaffen, die sich dann in der Zeit genau lieber mit den komplexen Fragestellungen ergibt, die sich zum Beispiel im Bereich der Anwendung von Cloud-Software ergeben. Gut, komme ich nun zu den Chancen und Herausforderungen. Ich glaube, das ist für Sie heute mit das Interessanteste. Ich habe es angedeutet, wir versuchen bei uns im Unternehmen das Leitbild in den Vordergrund zu stellen, um Veränderungsprozesse besser meistern zu können. Und ich glaube, hier ist auch eine große Chance für andere Unternehmen, sich mit dieser Frage auch gerade vor dem Hintergrund von autonom denkenden Menschen und immer flexibler werdenden Menschen diese Frage sich neu zu stellen. Moderne Arbeitsmittel können die Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen. Ich habe es angesprochen, wir können uns von Routinetätigkeiten entledigen, aber auch teilweise von sehr gefährlichen Tätigkeiten. Neue Arbeitsmodelle werden entstehen, zum Beispiel das Thema Crowdworking ist sehr interessant, aber auch hier ergeben sich, da sind wir dann sowohl, es ist eine Chance, aber auch gleichzeitig hier wieder eine Herausforderung. Wie gehen wir damit um, dass vor allen Dingen junge Menschen ihre Arbeitskraft kostenlos im Rahmen des Crowdworking zur Verfügung stellen? Was bedeutet das am Ende letztendlich auch für unsere Sozialversicherungssysteme, ja, wenn Menschen umsonst ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, weil sie eben am Abend eine Stunde Zeit haben und dann im Rahmen des Crowdworking gerne im Internet an einer interessanten Fragestellung mitarbeiten möchten. Neue Arbeitsplätze werden entstehen und vor allem auch neue Berufsbilder. Und wir reden darüber, dass wir viel mehr KI-Spezialisten in der Zukunft brauchen werden. Wir brauchen sogenannte Data Scientists, die in der Lage sind, interessante Geschäftsmodelle auf Basis von Big Data zu entwickeln. Also hier werden sich große Veränderungen ergeben. Und wir dürfen nicht vergessen, ich habe, als der PC eingeführt wurde, hatte man gedacht, dass Millionen von Arbeitsplätzen wegfallen. Da hat man dann am Ende gemerkt, es wird zwar ein Teil wegfallen, aber das Fünffache an Arbeitsplätzen ist es durch diese Form der Automatisierung letztendlich auch entstanden. Wir können unsere Produktivität erhöhen und, das finde ich auch spannend, wenn wir uns die ganze Geschichte der Arbeit anschauen, die Menschheit hat viel mehr gearbeitet. Wir reden darüber, dass wir vor 100 Jahren haben die Menschen 80 Stunden gearbeitet. Und diese Zahl hat sich immer weiter reduziert. Und vielleicht bedeutet Digitalisierung auch, dass wir hier nochmal sozusagen eine Verbesserung erhalten, weil wir auch spüren, dass vor allem die jungen Mitarbeiter, die Millennials, einen großen Schwerpunkt und viel mehr als, ich bin sozusagen ein Babyboomer, als wir angefangen haben zu arbeiten, haben wir ehrgeizig gearbeitet, wir haben Nächte durchgearbeitet und das Interesse, und das finde ich sehr sympathisch, das hat sich verschoben. Ja, das heißt, wir müssen auch nicht nur vor dem Hintergrund, dass unsere Mitarbeiter sinnstiftender arbeiten wollen, aber auch vor allem vor dem Hintergrund, dass wir ja auch aufgrund des demografischen Wandels einen noch stärkeren Fachkräftemangel erleben werden, als den wir schon heute haben, überlegen müssen, können wir nicht diese Dinge alle sozusagen nutzen und auch den Begriff versuchen, den
Begriff der Digitalisierung auch als Chance zu sehen und gesellschaftspolitisch positiv zu besetzen, ja, ohne dabei die Herausforderungen aus den Augen zu verlieren. Und hier, das habe ich vorangestellt, weil es ist für mich das Wichtigste. Wir brauchen bei jeder Veränderung im Unternehmen, in der Verwaltung, in der Politik, wir brauchen ein professionelles Veränderungsmanagement. Und das ist heute schon das größte Problem auch in den Unternehmen, dass diese Veränderungen von der Kommunikationsseite her nicht richtig behandelt werden, die Mitarbeiter werden nicht richtig abgeholt, scheitert oft am Mittelmanagement, weil da stellen wir fest, da hakt es dann am meisten bei Veränderungsprozessen, weil die sich sozusagen hier dann auch festhalten. Gut, dann geht es um die digitale Kompetenzentwicklung an Schulen. Wir werden später noch ausführlich darüber diskutieren. Es werden neue Berufsbilder entstehen, darüber habe ich gesprochen. Die Berufsbilder werden sich verändern und für uns Unternehmen, ganz wichtig, wir reden über lebenslanges Lernen. SAP investiert 200 Millionen Euro allein in die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Das ist natürlich für uns als Unternehmen mit 80% Hochschulabsolventen sehr, sehr wichtig. Und ich habe es schon angesprochen, durch dieses, wir können von überall aus arbeiten, werden die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben verschwimmen. Wir haben die EU-Datenschutzgrundverordnung noch zu nennen, eine Chance, aber auch eine Herausforderung zugleich. Und zum Abschluss möchte ich die IT-Sicherheit noch nennen. Und wie gesagt, da haben wir aus der Presse alle die Fälle entnommen, die uns sehr beschäftigen, weil ich glaube, das ist eines der größten Aufgaben auch im Rahmen der Digitalisierung sicherzustellen, dass Prozesse sozusagen gegen Cybercrime gefeit sind. Vielen Dank.